Löse sie mit 6x minus 4y ist gleich 4, minus 3x plus 2y ist gleich minus 2, 2x minus y ist gleich 1. So, es handelt sich hier um ein lineares Gleichungssystem, drei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Wir beginnen das zunächst zu lösen, indem wir diese Gleichung hier durchmultiplizieren mit der Zahl, die hier steht. Das wäre hier die 3 und ich erhalte 18x minus 12y gleich 12. Dann multipliziere ich die Gleichung mit der Zahl hier durch, also mit der 6 und erhalte minus 18x plus 12y gleich minus 12. So, wenn ich das Ganze addiere, bekomme ich die Gleichung 0 gleich 0. 0 gleich 0 heißt algebraisch gesehen, dass diese beiden Gleichungen äquivalent sind oder dass, wenn man es geometrisch sieht, dass diese Geraden identisch sind, sprich die liegen aufeinander. In so einem Fall genügt es, also können wir eine Gleichung ignorieren, zum Beispiel die obere, und wir betrachten jetzt das neue lineare Gleichungssystem. Ja, wenn die beiden Geraden identisch sind, brauche ich bloß noch eine betrachten. Und ich habe die obere Gleichung quasi weggelassen. So, jetzt multipliziere ich das hier mit der 2 durch und erhalte minus 6x plus 4y gleich minus 4. Und den hier multipliziere ich mit der 3 durch, dann erhalte ich 6x minus 3y gleich 3. So, und dann kommen wir hier auf eine Lösung vom Gleichungssystem. Das heißt, wenn ich das addiere, steht hier y gleich minus 1 da. So, die y gleich minus 1 kann ich jetzt in eine von beiden Gleichungen einsetzen. Ich verwende die unsere, die wirkt auf mich ein bisschen einfacher. 2x minus minus 1 gleich 1 oder 2x plus 1 gleich 1, 2x gleich 0 oder x gleich 0. Und damit habe ich das lineare Gleichungssystem gelöst und die Lösungsmenge ist hier 0 und minus 1.